Herzlich willkommen und hallo zum zweiten Teil des Let's Plays Emergency 2012. In der ersten Mission hatten wir ja schon das Tutorial, wenn mich nicht alles irrt, und natürlich die Mission, was war das nochmal am Anfang? Ach, im Kölner Dom, genau. Und wir haben schon angesehen, es geht in London los und deswegen wollen wir jetzt hier Kampagne fortsetzen. In London herrscht seit einigen Tagen eine extreme Kälte. Die Themse ist zugefroren, aber noch ist die Lage unter Kontrolle. Allerdings ist ein Hilfstransport verunglückt, der Treibstoff geladen hatte. An der Tower Bridge sind Brände ausgebrochen. Mehrere Personen wurden verletzt. Löschen Sie alle Brände, versorgen Sie die Opfer. Gut, wir müssen die Opfer versorgen, müssen die Brände löschen. Das habe ich noch vergessen. Ja, gut, das schaffen wir schon. Also London ist von einer extremen Kälte geplagt. Ausnahmsweise mal kein Regen, sondern Kälte. Und dann geht's los, würde ich mal sagen. Ich muss nur kurz ein Schlückchen nehmen. Und dann geht das ab. Ja, was war los? Letzten Freitag hat Deutschland wunderbar gewonnen. 13 gegen Irland. Österreich ist raus. Durch 2:1 durch... gegen Schweden. So, und ihr löscht mir gleich mal hier die Tower Bridge. Wenn größere Objekte brennen, sollten sie mit mehreren Löschkräften gleichzeitig löschen. Es kann sein, dass eine Löschkraft allein die Brände nicht löschen kann. Ach echt. Brände an Objekten, die sich in großer Höhe löschen, erstmal das Tower. Müssen sie mit dem Drehleiterfahrzeug löschen. Aussteigen. Es besitzt eine größere Reichweite als das Tanklöschfahrzeug. Sind wir fast zu nah. Wir sollten erstmal die Schaulustigen aus dem Gefahrenbereich wegbringen. Ich will lieber den hier. So, dann Feldschwänge hier. Dann wir ganz da raus. Kann nichts passieren. Wir Feuerwehrleute. Für diesen Einsatz stehen Ihnen neue Fahrzeuge zur Verfügung. Mit dem Tanklöschfahrzeug und dem Drehleiterfahrzeug können Sie größere Brände bekämpfen. Wobei das Drehleiterfahrzeug auch Brände in großen Höhen löschen kann. Und der Streifenwagen transportiert zwei Polizisten ins Einsatzgebiet. Danke für diese Information. Wie ihr seht, wende ich diese schon an. Ich muss gerade schauen, dass wir hier das Feuer so schnell wie möglich unter Kontrolle kriegen, weil das stört mich gerade fast ein bisschen am meisten. Aber gut. Bin unterwegs. So, ablegen, mein Freund. Bin unterwegs. Leg doch ab. Das geht nicht. Vollidiot, ne. So, hier müsste alles gelöscht sein. Und du fängst es an, hier mal ein paar zu versorgen. Muss ich gerade schauen, ob man vielleicht durch die Feuerwehrleute irgendwie das Gebäude unterstützen kann. Aber ich denke jetzt einfach mal nicht. Hä? Was ist denn hin? Muss da abladen, mein Freund. Da. So, wie sieht's aus? Das ist nicht transportfähig. Schon haben wir hier noch irgendwelche Menschenmengen. Da ist die Menschenmenge. Haben wir sonst noch irgendwo eine? Nein, ich sehe jetzt keine. Oder? So ist es doch einigermaßen unter Kontrolle. Ich gleich muss sagen, nehmen wir den mit. Auf dem Weg. Du störst. Dich nehmen wir mit. So. Der hier. Dann machen wir erstmal kurz hier den Trupp, Sanitätsteam, genau, abmarsch jetzt. Den habe ich mit dem Feuerlöscher, muss ich gerade schauen, ob ich den irgendwie unterstützen kann. Kann ich das hier? Nein, kann ich nicht, aber du kannst da löschen. Das hat nämlich, ist nämlich nichts Schlimmes. Das stört mich aber das Auto hier ein bisschen. Das fahren wir da raus. Wunderbar, das läuft, das läuft. Das läuft, ne? So, erstmal wieder alle rein. Oh. Ich merke gerade, ich habe Hunger. Es ist gerade 3:45 nachts, wo ich aufnehme. Ich krieg Hunger. Interessant. So. Auf dem Weg. Lol. Gardisten. Spazieren hier herum. Was gibt's? So, gleich zum nächsten, weil
Boah, du packst echt beschissen. Sie haben die Brände unter Kontrolle bekommen und gelöscht. Sehr gut. Merci. Haben wir wieder was geschafft, wie ich sag. Das ist ein bisschen entspannt aus, ich sag jetzt mal. So, ihr habt eingesammelt, ihr fahrt raus. Da haben wir auch drei drin, da fahren wir da hin. Ich will die irgendwie gerade aus diesem Teil raus haben. Ich trau dir nicht. So. Dann krieg ich meinen Sanitätswagen wieder. Was gibt's? Ja? Steht ja nicht normalerweise, wie viele Leute ich drin habe. Scheinbar nicht. So, ich hätte jetzt ganz gerne mal kurz meinen Sanitätswagen. Komm, mach hin. So. Genau. Ich dachte mir auch ganz kurz gerade eben, wo es gerade so locker läuft. Ich kann auch kurz was erklären. Und zwar hier unten sind die Einstellungen, hier sind die Kameraeinstellungen, hier sind die Spielmenüeinstellungen. Hier sieht man, wie lange man schon an diesem Projekt, sag ich jetzt mal, sitzt. Ich muss schauen, dass ich den schnell wie möglich rauskriege. Hier sieht man die Verletzten, die derzeit auf der Karte sind. Hier ist die Straftäter, wir haben keine logischerweise. Hier ist irgendwie ein Stopp, wenn, keine Ahnung, in 10 Minuten die Bombe platzt oder sowas. Hä, seid ihr dumm? Sollte reingehen. Und hier habe ich ja schon gesagt, die Dauer des Einsatzes. Hier kann man zum Beispiel gerade Pause drücken. Dann kann man hier schneller und ganz schnell machen. Gut. Besser hätte dieser Einsatz kaum laufen können. Sie haben da hervorragende Arbeit geleistet. 97,83. Na gut. Da war mir der Zeit. Ich muss überlegen, wo ich die Zeit also liegen gelassen habe. Ja, ich denke einfach mal, ich hätte einfach die oberen mit dem Feuerlöscher rangehen müssen und mit dem. Ja, obwohl am Ende hat es wirklich gefehlt an der Sanitätsdienst. Aber gut. Wir schauen schon mal ins nächste Teil rein. Für Ihre sehr guten Leistungen bei diesem Einsatz haben Sie sich eine Auszeichnung in Silber verdient. Glückwunsch. Einspruch. Oh, das ist doch scheiße. Das gefällt mir jetzt gar nicht, dass ich bloß Silber habe. Muss ich irgendwann mal nachholen. Mal schauen. Na, Play. Hier sieht man beim ersten Mal, wo ich es gemacht habe. Sorry, ging das wesentlich besser. Also, ja, muss ich vielleicht nochmal machen. Paris. Après les ouragans catastrophiques et la destruction de la Tour Eiffel, la situation est plus que tumultueuse. Aujourd'hui, un porte-parole du ministère de l'Intérieur a fortement critiqué la violence grandissante des manifestants et les agressions contre la police. Nach extremen Unwettern über Paris sind große Teile der Stadt verwüstet. Der Eiffelturm ist zusammengebrochen. Als Folge kommt es immer häufiger zu Ausschreitungen und Übergriffen. Vor der Ruine des Eiffelturms findet gerade eine Versammlung gewaltbereiter Demonstranten statt. Verhaften Sie die bewaffneten Rädelsführer. Ja gut, ich denke, die Mission ist ansprechend. Also ich kenne sie und die ist wirklich sehr ansprechend. Die wird nicht leicht. Schon als dritte Mission. Wir sind in Frankreich, wie gesagt. Der Eiffelturm ist umgekickt und wir müssen einfach für Ruhe in dieser wunderschönen Stadt sorgen. Wir schauen kurz rein. Aber ich denke, auch das können wir schaffen. Und das werdet ihr natürlich nicht mehr in dieser Folge sehen, sondern erst in der nächsten Folge. Deswegen, Cliffhanger braucht man. Schaut beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Emergency 2012 in Paris. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Nerplay.